Bam, Leute, und herzlich willkommen bei meinem ersten Tutorial of the Rebel Play. Ja, ich will euch heute zeigen, wie ihr in Minecraft euer eigenes Fotomotiv einfügen könnt. Und zwar ist das dieses hier. Oder es wird es sein. Also, unser Wappen. Dazu müsst ihr erstmal in eure Punkt Minecraft Datei, die ist auf %appdata%. Da habt ihr den Punkt Minecraft Ordner, da habt ihr den Ordner Texture Packs. Da wählt ihr das Texture Pack aus, in dem ihr das Bild einfügen möchtet. Ich mache es in dem hier, das brauche ich nicht mehr. So, jetzt habt ihr es geöffnet. Jetzt geht ihr in die Art-Datei. Da habt ihr die KZ. Die kopiert ihr euch einmal auf den Desktop. Und das müsste es gewesen sein. Jawohl, so, das minimieren wir alles kurz. So, jetzt haben wir hier die KZ-Datei. Das ist dann alles auf diesem Texture Pack drauf. Und sagen wir einfach mal, wir wollen ein bestimmtes ersetzen. Zum Beispiel diesen toten Kopf hier. Dann braucht ihr ein Bildbearbeitungsprogramm. Ich habe hier Photoscape. Ups, das sollte jetzt eigentlich nicht so sein. Ich war alles nochmal hoch. Oder zwei kommt hier runter. Das hier und Photoscape hätte ich gerne hier. So, das öffnen wir dann. Gehen auf Bildbearbeitung. Also ich empfehle euch Photoscape. Ihr könnt es natürlich mit Paints und alle möglichen anderen machen. Dann suchen wir auf dem Desktop die KZ aus, diese KZ-Datei. Durch Objekt, durch dieses Symbol und dann durch Foto können wir ein anderes Objekt einfügen. Zum Beispiel das auf dem Desktop befindende Bild. Öffnen. Machen wir auf der höchsten Auflösung. So, und jetzt müssen wir aufs kleinste, genau, das können wir hier auch ein bisschen ranzoomen, aufs kleinste genau so das neue Bild aufs das alte einfügen. So. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Okay, das müsste jetzt genau passen. Jetzt geht hier auf Speichern. Als neue Datei. Speichern wir auch auf dem Desktop. Nennen es auch KZ. Und jetzt wurde es dort gespeichert. Das alte wurde in einem Ordner namens Original gespeichert. Also habt ihr die alte, falls ihr die alte noch wollt. Hier, da ist noch der Totenkopf. Und hier ist jetzt neu mit dem Wappen. So, jetzt geht ihr wieder in den Ordner von Winra, wo ihr die KZ-Datei hattet. Fügt eure neue KZ-Datei dort ein. Durch Drag and Drop. So, jetzt habt ihr sie ersetzt. Hier ist sie. Neue KZ-Datei. Jetzt könnt ihr nicht alles schließen. Hier das Texture Pack könnt ihr schließen. Ihr könnt den Ordner hier wieder schließen. Das hier könnt ihr eigentlich alles löschen, aber das ist ja jetzt wurscht. Das lassen wir uns mal da. Okay, jetzt öffnen wir Minecraft und wir sehen uns gleich in Game wieder. Ja, hallo und zurück in Game. Ja, und hier, wie wir sehen können, ist das Bild eingefügt. Hier sind auch andere Bilder, also die anderen sind erhalten geblieben. Und wie wir sehen können, ist das Bild da. Ja, das war der Beweis dafür, dass es geklappt hat. Und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Tschüss!